Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grid 2 Multiplayer, der Nummer 224. Ich habe ein unlackiertes Auto, das keinem gehört, den SL65 AMG, weil ich mich verdrückt habe. Naja. Müsli Power! Doof bleibt doof. Da helfen keine Pillen. Da wissen wir wieder ein bisschen Abwechslung. Ui! Da wird noch neu designt auf der rechten Seite. Mit ein bisschen Leitplanke. Kofferraum ist auch schon auf. Geisel will flüchten. Alter, der macht zu. So. Wow, was war denn da jetzt los? Rums. 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 Und tschüss. Das war die rumsige Dreifaltigkeit. Ja, genau. Fahr über irgendwas rüber und dreh dich weg. Alter. Boah, mein Gott. Er reißt halt alle drei Leute mit, weil er einen Unfall baut. Wenn dann richtig. Und keiner lässt sich resetten, außer mir. Ich fahr durch, weil sie alle uns was sind. Jetzt bin ich Zweiter. Und der Erste ist nicht im Sicht. Jawohl. Schwarzfahrer hat sich angeschlossen. Der hat das Spiel bestimmt nicht bezahlt. Wahrscheinlich. Gecrackt. Alter, wo ist denn Platz 1 bitte hin? Jetzt bin ich schon weit vorne, mich ziehen immer noch nicht. Also Mindgame hat vermutet, der fährt nicht sauber. Mann, ja, bleibt dann stehen, ist richtig. Ja, genau, von 7 auf 10 gleich, ist klar. Bestimmt wieder so ähnlich wie der letzte Typ da, ja, wo du gesagt hast, wo Tomato so Tomato oder wie so. Genau, und weg war er mit seinem Golf. Das sah ja echt krass aus, wie er vor dir weggezogen ist geradeaus. Ja, vor allem gleiche Geschwindigkeit, an der gleiche Beschleunigung mit Mark, ist er weg. Als wenn er seine Raketen gezündet hätte oder was weiß ich. Das kann aber auch sein, dass er die Corvette fährt, am Anfang durchgekommen ist. Aber wie ich gesehen habe, ist der Typ in Level 23 und da steht er relativ weit vorne. Nee, der startet eigentlich immer direkt vor mir, also so weit ist er nicht weg. Okay, ja, wenn er Glück hat und durchkommt und hat die Corvette fährt sauber, dann ist es natürlich eigentlich relativ realistisch, so weit vorne zu sein. Aber wenn ich jetzt sehe, der hat jetzt irgendein Scheißauto, kann da nichts stimmen. Ich weiß es nicht. Ja, bleib wieder hängen, ist richtig. Oh Mann, ey. Ich soll eigentlich aufhören mit dem Scheißspiel. Wollte ich auch, bis ich mal wieder angefangen habe mit dir. Okay, bei mir. Letztes Mal hat es ja noch ein bisschen Spaß gemacht, aber im Moment ist aber nur Müll. Oh, nur Dreck. Ja. Schwachsinn irgendwie von der Physik her, von den Fahrern. Das ist einfach nur der Hammer. Deswegen habe ich mit dem Spiel aufgehört. Ja, das kommt ja auch nichts mehr von Codemasters. Das ist einfach absolut traurig, ist das. Naja, eine Corvette fährt, da kann ja schon realistisch sein, wenn er am Anfang durchkommt. Ja, ich kam nicht mal ins Ziel, Alter. Ist doch ein Dreck hier. Ich sag dir, nimm auch mal so ein Müsli-Auto. Komm, kannst du dich durchmogeln? Nein, werde ich aus Prinzip nicht. Aus Prinzip nicht. So, gleich geht's weiter. So, wir sind jetzt in Ogutama. Ich habe wieder den Camaro von Wilkiness. Dann gucken wir mal, was hier so geht. Ich glaube nicht viel. Das wird wieder die übliche Scheiße. Jo, ist richtig. Machst du das doch krass? Jo. So, jetzt schauen wir mal, ob Just Goodman gut fährt oder nicht. Ich bin direkt hinter ihm, in Spick. Schwarzfahrer ist ein Schweizer, cool. Was, so eine Leute gibt's? Dieser Just Goodman hat so ein Glück, der hat einfach nur Glück. Ich werd weggehauen und er kommt Meter vorbei. Ey, das ist einfach nur pures Glück. Das hat nichts mit Skill oder Spielerfahrung zu tun. Das hat auch irgendwie, keine Ahnung, so ein Ghost Mode oder so, kann durch alles durchfahren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Bei mir wird es mal wieder zweistellig vom Platz her, denke ich. Oh, einer, der fair Platz macht, und da fliege ich ab. Juhu! Und ich bin Hälfte. Und wieder in die Mauer. Yay! Du solltest mal nicht so viel reden, sondern dich lieber mal wirklich mal jetzt ernsthaft konzentrieren. Ach, das ist voll für den Arsch. Das macht keinen Unterschied. Doch, ich merke das schon, wenn ich jetzt viel nebenbei mehr rede, lenke mich das ein bisschen ab. Deswegen schweige ich meistens immer so viel, weil ich mich konzentrieren muss. So, einfach irgendwen weggeräumt, ist mir auch egal. Zack. Nee, das macht echt keinen Spaß im Moment. Ich treffe auch leider immer die Falschen damit. Nur Westen. Platz 8, da habe ich dich ja gleich sofort. Cool, ich muss dich nicht mehr suchen. Komm, wenn die zwei sich jetzt noch weghauen, das wäre der Hammer. Machen sie aber nicht. Kann ja nicht immer so klappen, wie das eine Mal davor. Kann ja nicht jeder so ein blödes Glück haben wie Just Goodman. Oder Just Goodman. Hast du Scheiße am Fuß. So ist das leider. Oder am Gamepad. Und weiter geht der Spaß in Dubai. Jetzt mit der Corvette vom Spielekarrer. So. Zack, zack, zack. Ich starte auf Platz 7. Es sind jetzt so viele High-Level-Bobs hier. Jo, was ist denn der hier, ey? So, ich will jetzt Goodman einfach mal knallhart wegrammen. Oh, hat geklappt. Ist ja auch mal selten. Mann, hau ab, du blöder Boom Boom. Resette dich doch mal. What the fuck? Dankeschön. Ja, und der schöne Goodman, der schön scheiße Goodman kommt wieder da außen durch, ey. Das ist so behämmert. Ah, er versucht Wallrider zu machen und knallt weg. Was ein Bob. Jetzt weiß ich auch, warum der so gut ist. Mit Wallrider und jede Kurve in dem kann die da einfach. Oh Mann. Bitte. Ja, er ist durch mich durchgefahren. Er ist einfach durch mich durchgenagelt. Ist es so geil. Kannst du mir nicht erzählen, Alter. Zufällig in dem Moment, wo ich in die Strecke blockiere, fährt er durch mich durch. Ja, natürlich. What? Was ist denn das für ein Cheater? Ey, der ist gerade durch vier Kabels. Der sag ich doch, der ist echt nicht sauber, der fährt durch alle durch. Wenn du ihn von hinten triffst, dann kann er wohl nichts machen, aber wenn er selber durch will, dann kann er das. Der ist gerade unsichtbar und ist durch vier Leute gefahren, jetzt ist er Platz 5. Was ist das denn? Das hatte ich ja auch, ja. Alter. Jetzt weißt du auch, warum der mehr Erster ist, weil der durch alle durchfahren kann, wenn er will. Pass auf, Runde, jetzt weiß ich es ja oben, Platz 1. Just Goodman, pass auf. Ja. Das denke ich aber auch. Boah, wie kann man dieses Spiel nur mit Cheats oder Hacks spielen? Das ist doch so peinlich. Ja, wie kann man jedes Spiel mit Cheats oder Hacks spielen? Das ist einfach nur armselig, ist das. Der Neid, weil die anderen so gut sind und man selbst nur einfach nichts auf die Reihe kriegt. Ich meine, dass man hier bei dem Spiel Aggression kriegt, das ist mir ja nicht neu, aber... Oh, ich muss cheaten, ich bin sonst zu schlecht. Jetzt bin ich besser als alle anderen. Mikropenis. Jo. Russisch hat der Mikropenis. Ja, so ist das. Hammerhart fährt er da einfach durch alle durch. Was ist denn das? Hätte schon gedacht, dieser Tomato letztes Mal war ja schon da, Hammer. Jetzt kommt der nächste. Ja. Als siehst du, du bist ja doch nicht zu weit, Alter. Mann. Ja, ich fahr rechts in die Bande, was? Und dreh mich nach links weg. Mein Gott. Ich bin echt gerade mit dem Pech verfolgt. Ey, nach der Folge ist erstmal Schluss für die nächsten 2 Wochen. Ja, reicht auch wieder fast für 2 Wochen. 4 Folgen sind das jetzt, glaube ich. Ja, müssten 4 Folgen sein. Ja, na klar. Ey, ich ramm ihn hinten, er dreht sich weg, lenkt dagegen, ist gerade und auf einmal haut es mich weg. Ey, das ist ja wieder eine Logik. Nee.
Nee. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich das dieses Spiel nicht mehr gespielt habe. Ja, am besten in Zukunft machen wir nur noch eigene Lobbys und kicken dann so eine Leute. Ja, das ist echt das Beste. Dann sage ich am besten auch noch vorher irgendwo Bescheid und dann können wir halt so ein Community-Rennen draus machen, keine Ahnung. Ja. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Wie damals mit dem Community-Rennen von dir. War eigentlich relativ cool. Ja, wollte ich schon mal wieder machen, aber es hat leider nicht so ganz gepasst von der Zeit. Ey, nee, wie knapp der noch rangekommen ist an Schwarzfahrer. Ja. Boah, erstmal melden, die sind jetzt gestört. So. Ja, ich kann ihn jetzt nicht melden, ich habe kein Steam-Overlay offen. Aber ich habe ihn. Ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt. Keine Ahnung, versuche ich. Aber wir haben es ja auf Video. Vermuteter Cheater. Ja. Schreibe Schreibenbeweis vorhanden. So, willkommen zum vierten Rennen, jetzt wieder in Barcelona. Ich fahre den Ford Mustang Boss. Und Just Goodman ist wieder fleißig am Cheaten mit seinem Ghost Mode. Mal gucken, ob ich ihn gleich einfach rausramme. Ich probiere es mal. Er wird dann wieder durchsichtig. Aha, ich stehe in senkrecht an der Wand. Auch gut. Ja, er fährt wieder durch mich durch. Das ist so geil. Das ist so eine kleine Hure. Eigentlich müsste man selber irgendwie einen Turbo-Boost harmonieren und jeder Kurve rausnageln. Das geht ja. So ein armes kleines Würstchen. Ja, Wall-Sliding macht er auch noch. Also der hat einfach nichts drauf selber. Komm, ich mach das jetzt auch mal. Jawohl, ich kann's noch. So. Ich meine, ich mach's ja auch ab und zu, aber der macht's ja scheinbar ständig. Und so. Dann noch sein Cheat dazu, also garantiert. Einfach gut. Nur ein kleines armes Würstchen. Ich würde mal sagen, ich schlage jetzt diesen Typ mit in seine eigenen Waffen. Zwar komme ich mit meinem Honda S2000 nicht weit, aber ich kann mit dem Benz mithalten, das ist schon mal etwas. Wo bist du denn platzierungsmäßig? 5. Achso. Du bist, glaube ich, Platz 3. Ja. Seh dich da vorne rumtanteln. Das bleibt aber auch nicht so, ich sehe es schon kommen. Ich fliege gleich wieder irgendwo raus. Nee, es bin ich hinter dir, jetzt kannst du nicht rausfliegen. Ja, dann haust du mich weg. Ich doch nicht. Oh, ja, nice, super, er verkackt und ich werde wieder mitgerissen. Ich liebe, also in der Kurve ist das Wall-Sliding echt saugeil. Du kommst mit 190 wieder raus, das ist so göttlich. So, mal schauen, ob ich noch rankomme. Ich glaube, dafür hat mein Honda zu wenig Power. Jo. Haha. Der Typ ist weg, Alter. Der ist von meiner Karte weg. Einfach nur weg. Haha, Arschloch. Ich bin wieder Dritter. Schade, dass man Königsegg nicht auf T2 nehmen kann. Das wäre cool. Doch, es gibt irgendwie so einen Cheat. Da kannst du mit, den gab's auch bei Grid 1, da kannst du mit höherklassigen Autos in andere Klassen fahren. Nein. Guck mal hier. Jetzt schon die Wand. Ja, genau, wie er gegenhalten kann und mich auch noch wegziehen kann. Ist richtig, Alter. So ein Schwachsinn. Es ist so ein Schwachsinn. Und ich resette mich vor ihm und er wird vor mir resettet. Also zeitlich vor ihm und dann wird er deutlich vor mir resettet. Genau. Dann ramme ich ihm hinten rein. Nichts passiert. Er fährt weiter. Es ist so geil, Alter. Die Russen spielen doch alle nicht sauber. Kannst du mir nicht erzählen. Franzosen können nichts. Spanier sind Idioten. Brasilianer Russen cheaten. Brasilianer sind auch Idioten, Alter. Das ist doch echt nicht mehr normal. Ich hab langsam das Gefühl, dass Codemasters nur was gegen die Deutschen hat und die Ausländer bevorzugt. Keine Ahnung, ob die alle einen Cheat mit installiert kriegen. Ich weiß es nicht. Oder ob die alle einfach nur nichts können. Das ist der Hammer. Ah, scheiße. Bin gedreht. Das hätte ich schon fast gehabt, diesen Hurensohn. Mist. Hat er nämlich einen Fehler gemacht und hat sich gedreht. Da drehe ich mich mit. Hm. Mann. Ha, da vorne. Nee, das ist aber besser mit, oder? Was war das? Nee. Wir sind über 100. Da haben wir schon gefreut, dass er da auf einmal. Wenn er auf einmal taucht auf der Karte ein Punkt auf, wo er stehen bleibt. So, letzte Runde. Jetzt möchte ich aber eine saubere Runde haben. Sekunden Rückstand.
Ja. Mein Game macht eigentlich das einzig Richtige. Aufgeben. Naja, noch ein Rennen und dann ist ja aber auch Feierabend für mich. Das ist einfach nur zu nervig. Cheater, dann diese blöde Fahrphysik heute schon wieder. Oh nein! Ich drehe mich an der gleichen Stelle wieder und versemmel es und dann zieht der Benz vorbei. Mein Gott, ich habe die Schnauze voll für heute. Ja, ein Rennen muss man durchhalten. Ich bitte, ich hoffe, dass es T4 ist. Nee. Gib es nicht. Jo, ich komme mal wieder nicht ins Ziel. Seine Rundenzeit ist aber nicht gut. 46, da habe ich. Ich habe schon mit dem Camaro hier 44er Zeit geschafft und daher. Ja, also ich 54? 49. Naja. Wir wissen, er hat nichts drauf, er braucht Hilfsmittel. Was willst du machen? So, wir sind beim letzten Rennen in Kalifornien. Goodman hat auf Königseck gewechselt, den ich übrigens auch fahre, in deinem Design. Mal gucken, ob ich ihn kriege, aber ich glaube nicht. Oh, wie das jetzt mal abzieht hier am Start. Dreck. Wow. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe dich getroffen, oder? Ich bin selbst rausgeflogen. Oh, Schwarzfahrer, du Blockierer, Alter. Man kann's da nichts für, aber. Dreck. Oh, die Kiste auf. Boing. Ich sehe bloß von Weitem zwei Autos fliegen. Ja, so viel zu meinem Angriff. Da war wieder ein Griff ins Klo. Ups. Ups. Oh, Schwarzfahrer hat ihn überholt. Er muss irgendwie verkackt haben. Ja, jetzt ist er wieder der Erste. Jetzt ist er wieder durchgeglitscht. Durchgecheatet, Entschuldigung. Ein Glitch ist das ja nicht. Schwarzfahrer hat ihn wieder. Sehr gut. Oh, ich konnte diese Kurve mal in einem Drift durch. Egal von welcher Seite. Hat bei mir nicht geklappt. Nee, ich darf mich einfach nicht mehr mit damals vergleichen. Ich darf ich einfach nicht. Die Runde ist sogar noch die lange. Das ist die Big Shoe mit 9 Kilometern. Okay. Wir haben noch viel, viel Zeit, diesen Typen rauszuhauen. Ja, dazu müssen wir erstmal rankommen. Ja, ich habe gerade alle vier vor mir. Aber wenn einer einen Fehler macht, fliegen sie alle. Aber es ist gut, wenn wir da vorne. Oh, ich habe ja auch übel zu kämpfen mit mir selber. Ich gerade auch. Königseck ist ja nun mal kein einfaches Baby. Ja. 5 Sekunden Rückstand. Was ist denn das? 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Phasen auf der Straße und erzählt sich was. Da kam die Polizei. Ja, was ist denn das? 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Oh mein Gott, ich geh fliegen! Jawohl, Purzelbäumchen. Hoppla. Ah, wieder genau vor mir sichtbar. Ah, ich weiß noch, in der Schule musst du das mit jedem Umlaut machen. Mit 3 Chinesen, mit dem Kind. Ja, genau. Kenne ich auch noch. 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Genau, oh Mann. Trökenöse mit dem Köntröbus. Das ist echt heftig. Nein, Baum. Schwarzfahrer. Ja. Laterne, nee. Einfach nur ein Mast. Komm, ich schub sie mal an. Komm, er ist ein Ketterhelm. Ich bin mal so fair. Er hat Ketterhelm hochgepimpt. Dieses Spiel hat eh keinen Sinn mehr. In der nächsten Klippe springe ich. Wow. Wow. Ich hab dich mal imitiert. Ich würde mal sagen, I believe I can fly. Oh. I believe I can drift. Hey! Wow! Hey! Sehr gut, läuft. Ah, dieses Spiel ist so mega. Dieses Spiel ist einfach nur für den Arsch. Also, nicht nur die Runde, die Session, das Spiel ist einfach an sich total scheiße. Komm, ich werde noch 6er, komm. Also, wie gesagt, auf jeden Fall demnächst Community-Rennen nur noch, damit ich wenigstens kicken kann. Dann stelle ich auch alle DLCs aus, das ist mir egal. So, die du kommst die können schön auf uns warten. So. Ja, dann kann man so eine blöden Cheater wie Just Goodman auch mal einfach kicken. Dreckigen Hurensöhne. Ja, Hurensöhne. Ist mir egal. Dieses Wort wird auch nicht zensiert. Piep. Zen was? Ja, das war heute einfach nur alles. Bullshit. Scheiße. Bullshit, Scheiße, hoch 5. Ja.
und dafür gibt's noch Geld. Gut, ich bedanke mich für diese grausamen Folgen, dass ihr die alle durchgehalten habt und du mitgemacht hast. Ach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.